Sie ist eigentlich noch viel zu jung, doch mit 40 hat sie keinen einzigen Zahn mehr im Mund. Ein ungewöhnlicher Fall in der Medizin. Mareikes Zähne sind nicht nur vollständig zerprügelt, sie hat zusätzlich starke Schmerzen im Rücken und im Bewegungsapparat. Sie geht nicht gern zum Arzt, aber als die Schmerzen unerträglich werden, geht sie doch. Beim Arztgespräch erzählt Mareike Folgendes. Ich trinke gerne schwarzen Tee. Um dann auch so richtig in Schwung zu kommen, hänge ich schon mal 100 Teebeutel in meiner großen Kanne rein. Die Mediziner vermuten nun, was das Problem ist und fertigen eine Röntgenaufnahme von Mareikes Unterarm an. Die Bilder zeigen Kalziumeinlagerungen. Diese verursachen Schmerzen und deuten auf einen Knochenabbau hin. Ein Bluttest zeigt zudem, dass der Fluorgehalt deutlich über den Normwert liegt. Nun wird die Vermutung der Ärzte bestätigt. Der exzessive Konsum von schwarzem Tee ist der Grund. Schwarzer Tee ist eines der Lebensmittel mit dem höchsten Fluorgehalt. In geringer Konzentration härtet der Fluor den Zahnschmelz. Nimmt man jedoch übermäßig viel Fluoridgehalt pro Tag zu sich, schlägt der positive Schutzeffekt von Zähnen und Knochen ins Gegenteil um. Sie werden härter und brüchiger. Fluorose lautet der medizinische Fachbegriff. Seitdem trinkt Mareike keinen schwarzen Tee mehr. Die Knochen regenerieren sich etwas und die Schmerzen lassen nach. Jetzt trägt sie eine Zahnprothese.